da ein Foto machen, dann muss ich kurz. Ja, das fängt ja gut an nach einem Jahr im Bundestag. Ja. Also, man kommt ja ohne Eifel. Keine Sorge, es ist kein Foto, es ist ein Video. Herr Fliebeck, okay. Ihr Fazit nach den beiden Zeugen, nach den öffentlichen Vernehmungen. Wie sehr haben sich Ihre Befürchtungen bestätigt oder eben sind sie auch widerlegt worden? Nun ja, es gibt Stunden in diesem Untersuchungsausschuss, die vergehen, ohne dass es wirklich neuen Erkenntnisgewinn gibt. Und das ist natürlich schade, wenn sich das dann bei Zeugen, die aus einem wichtigen Unternehmen stammen, immer wieder wiederholt. Ich denke, die Deutsche Telekom sollte schon überlegen, inwieweit sie hier sich eventuell auch im Ausschuss anders positioniert. Natürlich entscheidet jeder Zeuge für sich persönlich, was er hier sagt. Und natürlich ist es auch möglich, dass Zeugen sich nach vielen Jahren an gewisse Dinge nicht mehr erinnern. Wir haben jetzt aber verschiedene Ebenen, die Verantwortung haben, hier befragt, vom Vorstandsvorsitzenden hin bis zu operativ verantwortlichen Mitarbeitern. Und das Erinnerungsvermögen insgesamt scheint nicht ganz ausgeprägt zu sein. Und das ist natürlich für unsere Arbeit sehr bedauerlich. Zum anderen muss ich sagen, das Einzige, was wir an Erkenntnisgewinn haben, ist, dass sich, ich sag mal, unsere Vermutung nach wie vor im Trend verstetigt, nämlich, dass wohl die Initiative für eine G10-Anordnung beim Projekt Iconal aus dem Hause Telekom kam am Ende aller Tage. Wir werden jetzt mal sehen müssen, ob sich das dann sozusagen in der nicht öffentlichen Sitzung, in der nicht öffentlichen Befragung bestätigt, weil, wie gesagt, das Problem war, dass der Zeuge oder beide Zeugen heute meistens auf den nicht öffentlichen Teil verwiesen haben und ihre Aussagen im öffentlichen Teil wirklich nicht sonderlich neuen Erkenntnisgewinn gebracht haben. Dankeschön. Danke.